Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Ja, grüß Gott. Ich bin der Neue hier bei Regnus. Mein Name ist Michael und meine Sendung heißt War da was? Und das War, da ist das H so nach unten versetzt, also im Sinne von Wahrheit und gleichzeitig natürlich auch War da was, das Aufmerken, die Aufmerksamkeit und das sich wundern. Also danke, dass ihr euch eingeschaltet habt. Danke auch fürs Übertragen bei allen Sendern. Und wenn ihr im weiteren Verlauf Fragen habt, dann könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken und E-Mail senden an radio@wakenews.net. Ja, also die Sendung heißt War da was? Und wie ihr das schon in dem Artikel vielleicht lesen konntet, geht es um Dinge, die, sagen wir mal, nicht alltäglich sind. Es geht um Themen, die recht kontrovers sind, wie die eventuell die Transzendenz. Dann geht es um die Politik. Dann geht es um soziale Fragen. Dann geht es um Kunst, Geometrie, Musik, Pflanzenkunde, selbstverständlich, und Technik und Rhetorik. Also zu mir selber, ich habe Philosophie studiert, war auch einige Zeit in den USA und in anderen Weltengegenden und habe dadurch die Möglichkeit gehabt, verschiedene Kulturen und Religionen und die ganze soziale Sphäre dort kennenzulernen. Aber zunächst wollte ich einmal mit euch teilen, was so den Menschen in dem heutigen Weltbild prägt und was den Menschen heutzutage umgibt. Der Status quo der Dinge, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir uns bewegen in der Welt, das beruht ja auf verschiedenen Weltbildern. Und das heutige Weltbild, das beruht eben auf dem Materialismus. Und der Materialismus, der anerkennt ja nur alle Dinge, die man messen, zählen und wiegen kann. Also alle physisch, materiell sichtbaren Dinge. Und es ist heute so, dass ausschließlich, und ich unterstreiche das Wort ausschließlich, die diese Dinge zählen. Also nur messen, zählen und wiegen. In anderen früheren Kulturepochen war das anders. Da hat man noch eine Beziehung zur Transzendenz gehabt. Das könnte man umschreiben mit Religion. Und auch jene Menschen, die im Alltagsleben standen und nicht in die Priesterkaste gehörten, für die war Religion tägliche Anschauung und tägliches Bedürfnis. Jetzt seit dem 14. Jahrhundert, seit der Zeit Galileis, ist die Technik und eben die materialistische Weltanschauung im Vormarsch und hat diese alte, durch die ganze Menschheitsevolution sich hindurchziehende Band der Transzendenz beiseite geschoben und verdrängt. Und wir müssen uns bewusst sein, dass heutzutage die Anschauungsweise, wie wir die Welt beurteilen, wie wir ein Phänomen beurteilen, darauf beruht, dass eben nur diese materielle Weltbild herrscht. Jetzt stellen wir uns einmal vor, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Und das Kind ist ja praktisch ein Teil des Himmels noch, der geistigen Welt. Es kommt hier auf die Erde, begibt sich ins Fleische und erlebte dort die göttliche Harmonie mit den geistigen Mitwesen, mit den Mitmenschen, mit anderen geistigen Wesen, die dort im Umfeld sind, und kommt hier auf die Erde und kommt in eine kalte,
in eine kalte, nüchterne Erde, wo eben diese Wärme und Liebe und diese göttlichen Kräfte fehlen. Das ist praktisch für das Kind wie ein Trauma. Und es ist dann wie alleine gelassen und muss dann unten in dieser dunkel, schattenhaften Welt zurechtkommen. Also mit schmerzlicher Ernüchterung folgt dann die Erkenntnis, dass auf der Erde scheinbar andere Spielregeln herrschen. Beraubt der geistbewussten unmittelbaren Wahrnehmung jener göttlichen Welt, bleibt dem Kinde und dem Menschen im Allgemeinen nur eine schattenhafte Erinnerung im Gefühlsleben an das verlorene Paradies und wirft den ersten tiefen Schatten ins Gemüt dieser inkarnierten Seele. Also dieses Restsubstrat bildet noch einen Anker, also diese Rückbezüglichkeit, das ist nur noch im Gefühlsleben vorhanden. Die unmittelbare Anschauung dieser geistigen Welt, die ist verloren gegangen. Und jetzt, wie gesagt, herrscht Lieblosigkeit, Gleichgültigkeit, Neid, Hass, der Konkurrenzkampf. Jegliche Art von Business ist ja eine Art Konkurrenzkampf, wo immer einer den Zweiten machen muss. Immer einer muss den Verlierer spielen. Und das steigert sich im Extremfall bis hin zum Krieg. Und dann könnte man sich mal fragen, was ist der Ursprung dieser Kräfte? Also hier auf Erden sind wir letztendlich konfrontiert mit den Todeskräften. Und diese Todeskräfte haben immer Einfluss auf alle unsere Daseinsebenen, während wir hier auf der Erde physisch inkarniert sind. Da könnte jeder nachdenkliche Mensch, der heute in der Welt lebt, eigentlich mal die Frage stellen, warum ist das alles so gekommen? Wer oder was hat diesen Status quo geschaffen? Warum und mit welchen Intentionen? Und dann natürlich die weiterführende Frage, wie können wir unsere verlorene Harmonie mit der gesamten Schöpfung wiedererlangen? Ja, das sind einfach Fragen, die ein unbedarfter Mensch heutzutage stellen muss. Die oberflächlichen Menschen werden das eigentlich weniger stellen. Und auch die Anschauungsweise, warum der Materialismus herrscht, die wird nicht in Frage gestellt. Also der Status quo der Dinge, die man eigentlich als philosophischer Mensch hinterfragen muss, warum ist das so heute, wie es ist und nicht anders. Das sind die Dinge, die jeder Mensch dann, wenn er tiefergründig sein will, sich fragen muss. Und wenn er eigentlich begreifen will, was uns da heute umgibt, was für eine Art Matrix uns umgibt und wie sie und aus was sie zusammengesetzt ist. Früher hatten diese Menschen diesen göttlichen Bezug, also vor dem 14. Jahrhundert in der ganzen griechischen Kulturepoche, wenn ich jetzt da zurückgehe, griechisch-römischen Kulturepoche, dann je weiter zurück, desto mehr, dann natürlich auch die ägyptisch-chaldäische, babylonische Kulturepoche, dann die persische und auch die indische. Da war der Bezug der Menschen dazu mal ein ganz anderer. Sie haben auch ganz anders gedacht. Sie sind mehr in den Gruppenseelen verhaftet gewesen. Sie waren weniger individuell ausgerichtet. Sie dachten in der Gemeinschaft, in der Sippe und hatten da ein Wir-Gefühl statt dessen, was wir heute als Ich-Gefühl haben. Aber der innere Bezug zur Transzendenz, also zur Göttlichkeit, war eben das zentrale Thema und es gab seit jeher, und es gibt auch heute noch, sogenannte Schulen, wo diese Rückverbindung, also das Religie, also die Religion, eine Rückverbindlichkeit zur Spiritualität, wie die wiederhergestellt werden kann. Man nannte das die Mysterienstätte.
die Mysterienschulen, wo dann die Exerzitien betrieben wurden, wo man durch Schulung und Fokussierung und Verstärkung der inneren Gedankenimpulse, der inneren Gefühlsimpulse und der inneren Willensimpulse sich wie eine Art Schlüssel geschaffen hat, um die geistige Welt praktisch aufzuschließen. Es ist ja eigentlich relativ simpel. Man ist als Mensch ausgestattet mit der Gefühlswelt, mit den Gefühlen, mit seinen Gedanken und mit seinen Willensimpulsen. Also wenn ich jetzt aufstehe, mich bewege von meinem Hocker und so weiter, dann ist eine Muskelbewegung notwendig. Und diese Alltäglichkeiten, die ja unserem normalen Bewusstsein gar nicht zum Bewusstsein kommen, ist so, dass wir diese verstärken, konzentrieren können, weil der ganze Kosmos ja eigentlich ein Konglomerat ist von verstärkten Gedanken, intensivsten Gefühlen und starken Willensimpulsen. Man kann sich das als Beispiel so vorstellen, wenn ein alter Magier zum Beispiel gesagt hat, er möchte zum Beispiel, er denkt ganz stark an Milch oder wie sie es auch früher gemacht haben, an Gold. Im inneren Prozess, den sie da in diesen Mysterienstädten durchlaufen hatten, haben die Kräfte gewonnen, dass sie aus dieser Geistessphäre den Begriff Gold so verdichten konnten, dass in Wirklichkeit, in Realität dieses Gold entstanden ist. Und dies lässt sich auch heute mit der modernen Quantenmusik erklären, bis zu einem gewissen Grad, wenn auch nicht ganz restlich. Also was wichtig ist, ist diese Reise in das Innere. Die innere Reise, das hat man in der Mystik, Jakob Tauler oder Meister Eckhart und so weiter, die da im Mittelalter und im Vormittelalter da aktiv waren. Das war ein zentrales Thema, dass man in sein Innerstes sich versenkt hat und dann diese Gedankenkonzentrationen, diese Gefühlsverfestigungen dann durchgeführt hat. Und das Interessante dabei ist, wenn man in sein Innerstes vorgedrungen ist, dann hat sich gleichzeitig im Sinne einer mystischen Umstülpung, das kann man sich vorstellen wie eine Acht, die ja auch mal außen ist, mal wieder innen, dann wieder, wenn man diese Acht jetzt durchläuft, dann ist sie mal innen, die Hand ist mal außen und wieder mal innen. Genauso hat man dann Zugang zum Makrokosmos, dass einem die ganze Sternwelt, die ganze Schöpfungswelt, die ganzen Geister und so weiter erschließt. Und im Zuge dieser Reise in diese Innenwelt haben diese Initianten, also diese Leute, die initiiert wurden, dann auch erfahren, warum und wofür und wer sie überhaupt selber sind. Also diese Reise, was ich hier als Lapidar als Reise bezeichne, hat in der Tradition der Transzendenz eine fundamentale Bedeutung, die bis in die Anfänge der Inkarnationskette zurückgeht und somit als Funktion und als unverbrüchliches Bindeglied zwischen dem inkarnierten Menschen und seinen nicht inkarnierten direkten Gottes in seinen dem nicht inkarnierten Menschen, das heißt seinem Teil seiner Wesenheit, der im göttlichen Bereich verblieben ist, und das man als höheres Ich bezeichnen kann, zu diesem Wesensglied wurde dann der Kontakt geschaffen. Und diese Reiseleitung, das weiß man ja auch von den Hierophanten im alten Ägypten, die dann die Leute in diesen Sarkophag hineingelegt haben, wo durch verschiedene Chanting von gewissen Tönen oder Gesängen die Rückführung da seinen Gang genommen hat, dass diese Reiseleitung durch diese Hierophanten oder den Mysterienleiter da gemacht wurden. Und
diese Rückführungen, die waren zum Beispiel das essentielles Bestandteil, wie wir sie in dem alten Indien hatten, mit den 7 Rishis, mit den 3 Yoga-Arten und dem persischen Kulturepoche mit Ahura Mazda. Das war der große Geist. Das ist eigentlich nichts anderes als der Christus. Das ist nur eine andere Bezeichnung. Denn letztendlich sind die göttlichen Wesenheiten immer dieselben. Die haben die gleiche Identität, nur werden sie von verschiedenen Kulturepochen eben anders benannt. Das ist zum Beispiel im Indischen, sagt man den Saturn, den sagt man Shani in der Indischen, im Sanskrit. Und im Indogermanischen sagt man Wotan und im Babylonischen und im Ägyptischen gibt es dann wieder andere Namen. Im Orakel von Delphi zum Beispiel war an deren Portalen die Aufschrift geschrieben in Altgriechisch Ton gnosein afton. Das heißt, erkenne dich selbst. Das hing also über dem Portal, über dem Eingang von diesen Mysterienstätten, von diesem Orakel. Und das war das Motto, dass man nur durch Selbsterkenntnis zur Welterkenntnis und zur Seinserkenntnis kommen kann. Denn wenn man sich als Bezugspunkt nicht erkennt, dann erkennt man natürlich die Welt und die anderen Wesenheiten auch nicht. Das heißt, man muss sich selber genau einschätzen können, um einen Maßstab zu haben, womit man dann die andere Welt ermessen kann. Diese ganze mystische Reise, die durchstreckt das ganze Evolutionsband der Menschheit bis hinein in den Materialismus hinein, auch in neuerer Zeit, in das 18. und 19. Jahrhundert, wo Helena Petrovna Blavatsky, das Gründungsmitglied, kann man eigentlich sagen, der Theosophischen Gesellschaft war, zusammen mit Leadbeater, der dann später mit Annie Besant oder Besant dann die Theosophische Gesellschaft in Indien, in Adyar, gegründet hat. Und aus der auch Krishnamurti, aus dessen Dunstkreisen er daher vorgetreten ist. Dann gab es noch die Abspaltung, eine gewisse Abspaltung von Rudolf Steiner, der da seine Anthroposophie gegründet hat, aber von der Theosophischen Gesellschaft her kam. Und dann insbesondere den christlichen Einweihungsweg, die christliche Mystik als wesentliches Bestandteil seines neuen Schulungsweges da dargestellt hat. Also Steiner schenkte den christlichen Neuerungen im Initiationsweg besondere Beachtung. Und er hat durch diverse Schriften das Christentum als mystische Tatsache und die sämtliche Schriften der christlichen Initiation, der hat ja zusammen ungefähr 500 Bücher geschrieben. Also das sind teilweise Vorträge, die dann manuskriptweise mitgeschrieben wurden. Und sein Buchwerk umschließt ungefähr 40 Bücher, die er dann als Buch geschrieben hat. Unser heutiges Leben, wenn man sie so durch die Welt geht, dann denkt man, ja, warum sind die Dinge so gekommen, wie sie sind? Also wer hat das geschaffen und was sind die Hintergründe? Wenn man zum Beispiel so in die Politik, in die Gesellschaftsstrukturen schaut, muss man eben leider feststellen, dass es eine Art von Elite gab, die früher in den Königshäusern und in dem Adel da sich ausgebreitet haben, die Tendenz hatten, auf Kosten anderer Menschen, auf deren Werktätigkeit
und auf deren Kosten einfach zu leben und ihren Luxus zu zeitigen. Das ist eine alte Geschichte und die gab es seit Urzeiten her. Aber jetzt ist die Sache so, dass diese Vereinigungen von diesen Leuten, dass sie sich zusammengeschlossen haben und Gemeinschaften gegründet haben und teilweise auch Verbindungen eingegangen sind mit einem Teil der übersinnlichen Welt, der Menschheit nicht sehr gewogen ist und nicht das Gute im Menschen eigentlich fördern möchte. Also im faustischen Sinne haben diese elitären Menschengruppen einen Deal geschlossen mit diesen negativen, also mit den, kann sagen, diesen bösen Kräften, die sie befähigten, die anderen Menschen zu unterdrücken, zu unterjochen und als Usurpatoren auf Kosten der anderen Menschen zu leben. Diese Geistwesen oder Dämonen wollten natürlich eine Gegenleistung haben und diese Gegenleistung bestand darin, dass sie praktisch ihre Seele an diese Dämonen verkauft hatten und dafür sorgen mussten, dass sie, da diese negativen Dämonenwesen ja Energie benötigen und aufgrund von der göttlichen Welt, die sie ja seit der Abspaltung von dem göttlichen Schöpfungsplan, den sie da erlitten haben, sind sie angewiesen, ihre Energie, die sind von der Quelle abgeschnitten und können ihre Energie nicht mehr selber generieren. Das heißt, sie müssen sie rauben. Es sind also Energieräuber. Und wie das in der Natur der Sache liegt, leben diese Dämonen von allen menschlichen, sagen wir mal, Gefühlen, die ins Depressive, ins Negative, ins Schmerzhafte, ins Dunkle, ins Melancholische hineingehen. Das heißt, die Ernährung dieser Wesen, und wenn jetzt natürlich diese Elite dann durch das Versklaven und das Unterjochen der Menschheit diesen Dämonen mit diesem gewünschten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Mahlzeiten beliefert, dann hat der Deal seinen Sinn für diese Menschen und für diese dämonischen Kräfte. Jetzt, wenn man heutzutage, wie gesagt, den Status quo der Disziplinen in der Architektur, ich nehme jetzt mal einen Artikel, wir werden dann später in den Sendungen auf einzelne wissenschaftliche Disziplinen eingehen, wie gesagt, die Architektur, die Astrologie, die Kunst, die Ästhetik, die Geschichte, die Geometrie, die Musik, die Pflanzenkunde, die Philosophie, die Rhetorik, die Soziologie, Technik, die Transzendenz und selbstverständlich auch die Politik. Ich möchte jetzt aber einen kleinen Abstecher auf das Thema Terrorismus machen, weil das ja in letzter Zeit politisch auf der Tagesordnung steht und man in diesem Sinne der vorher erwähnten Gedanken ja auch eine zweite und dritte Ebene erkennen kann, wie ich jetzt also schon angedeutet habe, zwischen dem Deal, zwischen diesen Menschen, diesen dunklen Menschen, die nenne ich die Tenebristen, also den Deal mit diesen Dämonen gemacht haben und der Agenda, der politischen Agenda und insbesondere diesen terroristischen Aktivitäten, die da vermehrt in letzter Zeit und in den letzten ein, zwei Jahrzehnten aufgetreten ist. Jetzt müsste man sich mal klar überlegen, wie das in den Mainstream-Medien dargestellt ist, dass es irgendwelche Einzeltäter oder Gruppen sind, die dann eigentlich willkürlich Menschen abschlachten,
dabei Menschenblut fließt. Und dabei kann man ja, wie angedeutet, ja bemerken, dass dadurch ein Teil dieser Bedingung dieses dämonischen Deals erfüllt ist. Jetzt die jetzige herrschende Elite, der Gedanke, dass diese jetzt herrschende Elite federführend bei diesem Terrorismus ist und ihn sogar organisiert oder zulässt, der wird in den Mainstream-Medien gar nicht erwähnt. Und das hat seine guten Gründe. Denn allein der normale, gesunde Menschenverstand sagt einem eigentlich, warum macht ein Mensch so etwas, wenn er gegen ein System oder eine politische Partei oder eine politische Elite in einem Land oder in einer Region ist? Warum zerstört er oder tötet er dann willkürlich unbeteiligtes Menschenleben? Das ist eigentlich logisch nicht schlüssig. Und man könnte sich mal darin den Gedanken machen, ja, warum ist es nicht so, dass einer, der gegen ein System ist, der gegen eine politische Richtung, eine politische Partei oder ein Land ist, dass er eigentlich nicht dahin gehen sollte, die Infrastruktur, die wirtschaftlichen Strukturen da zu zerstören. Also sagen wir mal, die Stromversorgung zu sabotieren, Strommasten eventuell zu sprengen oder, sagen wir mal, wichtige Fabriken lahmzulegen auf irgendeine Art oder sich irgendwie ins Internet einzuhacken, um da die Infrastruktur, die technische Infrastruktur zu stören. Also das wäre meiner Meinung nach sinniger, das so ein Land und so eine Infrastruktur eben zu zerstören, anstatt unbeteiligte Menschen da zu töten. Erstens einmal schafft das dann gegenüber dieser Terroristengruppe, die dann erwähnt wird, Unwillen. Es schafft Apathie gegen diese Leute. Also sie können bestimmt keine Sympathie damit gewinnen. Wenn sie aber diese Infrastruktur zerstört hätten und den Leuten, sagen wir mal, konstruktiv eine Alternative angeboten hätten und ein anderes Modell gegeben hätte, dann wäre da schon eine gewisse Sympathieebene möglich. Also das ist so nochmal richtig suspekt. Jetzt ist es so, dass diese Elite dadurch, ich postuliere das jetzt mal, dass sie diese terroristischen Akte zulässt, respektive selber mitorganisiert, ein Klima der Angst schafft. Und wenn man natürlich Angst schafft und gleichzeitig ein Problem benennt und dann auch die Lösung anbietet, und die Lösung kann dahin gehen, dass man das Polizeiwesen ausbaut, die persönlichen Freiheiten und Rechte des Individuums einschränkt, um so scheinbar eine Sicherheit zu bekommen, dass das natürlich eine willkommene Gelegenheit ist, um die Agenda einer Elite, einer elitären Gruppe da durchzusetzen gegen die vitalen Interesse der Allgemeinheit. Und letztendlich geht es um nichts anderes als das. Diese Tendenz konnte man schon früher feststellen. Wenn man jetzt in der Zeit zurückgeht, dann kommt man in die Zeit der Französischen Revolution. Und ab da kann man ja feststellen, dass der Adel, der früher bewusst eine Adresse der Elite war, die, sagen wir mal, die Strukturen, die Geschicke der Menschheit geleitet hat, gewisse Postulate geprägt, die das ganze Menschenleben von damals geprägt, im guten und im schlechten Sinne, meistens leider im schlechteren, und auf ihre Pfründe geschaut hat und auf ihre Vorrechte geschaut hat und dies mit allerlei Tricksereien, dass urplötzlich jetzt nach der Französischen Revolution
Es hieß, ja, wir haben den Adel abgeschafft. Alle Menschen sind gleich. Egalité, Liberté und Fraternité. Also die Gleichheit, die Freiheit und die Brüderlichkeit. Und diese drei Sphären sind eigentlich so geschaffen, dass die Gleichheit, die sollte ja im Rechtsleben gelten, dass alle Menschen gleich sind vor dem Gesetz. Jetzt ist aber diese drei zugeordneten Begriffe haben eine Verschiebung unternommen. Also das, was jetzt in der Gleichheit war, im Rechtsleben, das ist jetzt in die Geistessphäre gerutscht. Das heißt, ins Geistesleben gerutscht. Das heißt, dass es jetzt ein Uniformismus geworden ist im Geistesleben, dass alles verordnet wird, dass alles von oben diktiert wird, dass die ganzen Weltanschauungen sich im Uniformismus durch den Uniformismus äußern. Und dass dann eine Einheit, ein geistiger Einheitsbrei da ist, der die geistige Freiheit behindert. Die Brüderlichkeit, die eigentlich da wäre, im Wirtschaftsleben da zu sein, die ist verrutscht in die Jurisprudenz. Das heißt also, was man da als Fraternité, also als Brüderlichkeit, das wurde dann im negativen Wirtschaft, Nepotismus. Jetzt hat man diese richtigen Angelegenheiten wie Liberté, Fraternité und Egalité einfach im falschen Bereich. Und dadurch ist die ganze Unordnung im heutigen Gesellschaftsleben eigentlich entstanden. Ja, also diese Maschinerie, in der wir uns heute befinden, was denn eigentlich den Menschen, der heute in der Welt lebt, diese Maschinerie, die kann jeder Mensch erkennen. Wie gesagt, die Lieblosigkeit und den Status quo, den wir heute als Welt hier haben. Ich habe vorhin die negativen Kräfte angesprochen, also diese Mysterienstätten, die in der südamerikanischen Kulturepoche, also in der Welt der Inkas, dazu mal herrschten. Es gab ja zur Zeit des Mysteriums von Golgotha, zu Christuszeiten, bei den Inkas in Südamerika eine schwarze magische Mysterienkultus. Der Oberpriester, der hat sich Toatl genannt und sein Gegenspieler, der hieß Bitzli Butzli. Vielleicht ein lustiger Name, aber so hieß der. Und die hatten damals einen Zwist miteinander, weil der Toatl wollte die Menschheit unterdrücken und der Bitzli Butzli wollte die Individualfreiheit hochhalten. Und die Freiheit des Individuums, und dieser gleiche Kampf herrscht ja heute noch, der wollte diesen Kampf praktisch zum Guten wenden, damit die Individualfreiheit weiter gewährleistet ist. Diese zwei, also der Toatl und der Bitzli Butzli, die hatten geistige Auseinandersetzungen und dadurch, dass der Christus auf der anderen Seite der Erde in Palästina und Israel das Mysterium von Golgotha bewerkstelligt hat. Und das ist allein schon ein Mysterium, weil da im okkulten Hintergrund die Wesenheit dieses Sonnengeistes, das ja der Christus ist, hinabgestiegen ist in die Erdensphäre, in die dunklen Erdbereiche, ins Erdinnere, in diese acht Erdschichten hinein, wo sich ja der Ahriman, also das sind ja eigentlich das bipolare Böse, es gibt ja eigentlich zwei böse Arten, es gibt den Luzifer und den Ahriman. Und dieser Ahriman, den man klassifizieren könnte mit einer Kraft, die sklerotisierend wirkt, die, also man kann sie auch mit Todeskräften bezeichnen, die lähmend wirken. Goethe nannte ihn der Vater der Lüge. Und
jetzt dazu als Gegenbild den Luzifer, der das Hinausschweifende gerne hat, der das in den Kosmos hinaustragende möchte, der auch im guten Sinne dann wieder auch Meister der Künste ist, der Meister der Musik, der sämtlichen bildenden Künste und aller Art von Künsten ist, die Kreativität im Menschen fördert. Also nicht alles Böse ist rein böse, sondern man muss sich da bewusst sein, dass jedes in unserem Menschengefüge, in unserem Alltagsleben, diese ganzen Kräfte ihren Platz haben, wenn sie dann am richtigen Platze sind. Ich kann jetzt als Beispiel mal da den menschlichen Körper hineingehen. Wenn zum Beispiel der Ahriman, dieses verhärtende, sklerotisierende Prinzip, in unserem Knochenwesen herrscht und da die ganzen Elemente gestaltet, dass sie hart sind, dass sie zum Träger des Fleisches nachher werden können, dann ist er am richtigen Platze. Hingegen, wenn es der Luzifer, der alles verflüssigt, der alles in diese Gasform, in diese abschweifende Natur bringen möchte, wenn der in diesen Knochenbereich eindringt, das nennt man dann in der Pathologie die Oxoplasmose, also die Knochenerweichung, wenn der dann da hineinkommt, dann ist er eben am falschen Platze. Hingegen, wenn in den Blutkreislauf, in die Konsistenz des Blutes der Ahriman hineintritt und da das Blut verfestigt, so ist er auch praktisch am falschen Platze. Und es ist genauso, wie dieses Beispiel für den menschlichen Körper wirkt, ist es so, dass es auch im Sozialorganismus diese Kräfte gibt, in unserem seelischen Werdegang und auch in dem Schöpfungsplane, der ja da von den guten Geistern geschaffen worden ist, dass wir ja, unsere Aufgabe auf der Welt ist ja zu sein, eine Art Erdtransformatoren. Wir sind ja eigentlich Erde. Das, was wir an uns haben, ist ja nichts anderes als irdische Materie, die von unseren übersinnlichen Körpern, so der Steiner sagt, das betitelt das mit Ätherkraft, also mit Ätherleib. Dieser Ätherleib ordnet nun und strukturiert diese irdischen Stoffbestandteile und fügt sie an den richtigen Platz. Und das haben wir natürlich auch mit dem Pflanzenleben gemein. Und die alten Mystiker wie Paracelsus und Alanus ab Insulis in der Schule von Chartres und so weiter, die wussten diese Dinge und haben natürlich die Pflanzenwelt genau studiert. Des Weiteren aber in unserem menschlichen Organismus haben wir noch etwas, was wir die Gefühlswelt bezeichnen können, das was fühlt, was spürt, was wahrnimmt. Und dieses ganze Sensorium, das hat er als Astralkörper bezeichnet. Und dieser Astralkörper ist zur Tageszeit in diesem physischen Leib, wo der Ätherleib schon drin ist, und darin wiederum ist der Astralkörper drin. Zusätzlich zu den Tieren hat der Mensch eben noch das Ich, dass ich zu mir selber sagen kann, dass ich bin, und darum heißt der Christus ja der ICH. Und er sagt ja auch in einer gewissen Stelle im Neuen Testament, ich bin der Ich Bin. Das heißt, die Tatsache, dass ich zu mir sagen kann, damit, dass ich mich wahrnehme als eine Welt für sich, kann man sagen, das ist praktisch dem Ich-Körper zu verdanken. Und dieser ganze Wesensbezug dieser Astralkörper, die Tiere auch haben, und der Mensch zusätzlich das Ich noch hat, deswegen wird er auch als die Krone der Schöpfung bezeichnet. Und der Sinn, warum wir hier auf der Erde sind, ist derjenige, dass wir praktisch aus der geistigen Welt, aus der wir herkommen, das unsere Heimat ja ist, in dieser geistigen Welt haben wir zwar Zugang zu sämtlichen
höheren geistigen Wesen, aber die Selbstreflexion fehlt. Und wir sind praktisch auf die Erde gekommen, um diese Selbstreflexion zu bekommen, an Kräften der Widerstände, an denen wir uns reiben. Und das ist nicht immer schön, aber es hilft uns in unserer Weiterentwicklung, um dann nachher in der geistigen Welt eine höhere Evolutionsstufe erlangen zu können. Und letztendlich haben ja die Götter für uns vorgesehen, diese Engelstufen. Also das heißt, es ist eine ständige Aufentwicklung. Was heute jetzt Mineral ist, also die unterste Stufe, also vergleichbar mit unserem rein physischen Leib, ohne die Organisation, das ist die mineralische Stufe. Und diese mineralische Stufe geht in einem weiteren Evolutionsschritt, das kann man sich vorstellen wie eine Art Umdrehung in einer Spirale, das geht dann auf die nächsthöhere Evolutionsstufe hoch. Also das, was jetzt Stein war oder Mineral, wird dann hoch erhoben zur Pflanze. Und dasjenige, was jetzt Pflanze ist, das wird dann zu einem Tier. Und dasjenige, was jetzt Tier ist, wird dann in einer nächsten Spirale, Umdrehung in dieser Evolutionsspirale, wird dann zu Mensch. Und dasjenige oder derjenige, der jetzt Mensch ist, wird dann in einer nächsten Evolutionsumdrehungsspirale zum Engel. Aber da geht es ja auch noch weiter, denn es gibt ja auch verschiedene Engelshierarchien und die werden dann immer wie in dieser Spirale eine Etage höher gehievt mit dem Zeitenlauf. Und wenn man jetzt verstehen will, das ist die ganze Mechanik, die da im Hintergrund läuft, und darum habe ich jetzt auch so weit ausholen müssen, um diese Mechanik verständlich zu machen. Es gibt eben, da wie erwähnt, die Kräfte der Widersacher, die da einmal sind, Luzifer, der weniger Schlimme, und Ahriman, der, sagen wir mal, etwas gravierendere Widerstand. Und diese Widerstände wollen eigentlich eine Art Konkurrenzunternehmen aufmachen zum göttlichen Schöpfungsplan. Also diese Kräfte sind ja selbst einmal in seiner Spiralen-Evolution abgesprungen, weil sie Selbsterkenntnis bekamen und dann gedacht haben, nee, also das, was die göttlichen Kräfte da vorgesehen haben, das gefällt uns nicht, wir wollen da unser eigenes Geschäft aufmachen. Und wie schon vorher kurz erwähnt, bedeutet ja, wenn sie sich abspalten, wenn sie vom göttlichen Schöpfungsplan sich entfernen, automatisch auch ein Energieentzug. Sie sind von dieser Urenergiequelle entfernt. Und dann kommen sie in die Bredouille, weil sie ja Energie und Kraft benötigen, ihr Paralleluniversum, das nennt man im Okkultismus die Achtosphäre, die benötigt ja Energie, um laufen zu können. Und jetzt kommt die ganze Idee des Vampirismus hoch. Das heißt, sie müssen sich als Energiediebe betätigen. Und da bietet sich natürlich der Mensch wunderbar für diese Kräfte als Opfer an, dass man dann ausschlachten kann. Und das Ziel dieser Kräfte ist ja, dass sie den freien individuellen Willen, und das durchzieht sich ja auch als Parallele in sämtliche politischen und politischen und gesellschaftlichen Strukturen. Das hat da Analogien. Wenn man kann immer feststellen, keine von diesen Kräften möchte den selbstbestimmten, freien, denkenden Menschen, der in Glück da und in Zufriedenheit lebt. Da können diese dunklen Eliten und die geistigen Kräfte, die dahinter stehen, können da ihre Agenda, das heißt, die da ist eben die, das Schaffen dieser Parallelorganismen, dieses Paralleluniversums, die können diese Agenda da nicht durchsetzen, weil das dann analog des göttlichen Schöpfungsplanes läuft.
Also müssen sie praktisch Menschen abwerben von diesem göttlichen Schöpfungsplane und dann die Energie dieser Menschen, sagen wir, extrahieren. Den Teil von Menschen, den sie nicht brauchen können, schmeißen sie praktisch auf den Müll und benutzen dann, wie gesagt, die übrig gebliebene Energie, um ihre Paralleluniversen da betreiben zu können. Aber das liegt natürlich nicht in unserem Sinne. Und die guten göttlichen Kräfte haben die Menschheit davor bewahrt, gegen ihren Willen und gegen ihr Wissen da allzu stark hineingerissen zu werden. Die göttlichen Kräfte sind natürlich ein bisschen in der Bedouille, weil sie dem Menschen den freien Willen gegeben haben. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch das Böse will, so bekommt er es auch. Und damit bekommen natürlich diese negativen Kräfte Energie. Und es ist natürlich nicht ganz ausgeschlossen, dass diese Menschen später noch einmal umdrehen. Es gab ja da zahlreiche Beispiele. Faust ist ein von Goethe erwähntes Beispiel, dass dieser im letzten Moment sich noch besonnen hat und dann einen Rückzieher gemacht hat und dann noch praktisch immer noch seine Seele retten konnte. Aber nichtsdestotrotz, wir sind hier auf der Erde Erdtransformatoren, die dazu da sind, die Erde auf eine höhere Schwingungsebene zu bringen, um sie dann dieser Schöpfungsspirale weiterführend und in einer höheren Entwicklung für die ganze Erde, für die Wesen, die mit uns verbunden sind, die Wesen, die unter uns sind und die Wesen, die über uns sind. Und selbst diese Wesen profitieren noch von unserer höheren Entwicklung, weil, und das ist eine interessante Abhängigkeit, diese guten Wesen uns benötigen für ihre eigene höhere Entwicklung. Das heißt, wenn wir meditieren, wenn wir gute Gedanken haben, dann ist es auch für diese guten Lebewesen, für diese guten Geisteswesen, ist es eine Art Nahrung, die sie, die sie weiterbringt und die sie dann befähigt, uns Liebe zu senden, uns Licht zu senden, das uns dann wiederum befähigt, zu unseren Mitmenschen liebevoll und respektvoll zu sein und dann gemäß dem eigentlichen Schöpfungsplane also gegenüber dem richtigen, also ursprünglichen Schöpfungsplane, dann brüderlich und schwesterlich miteinander umzugehen. Im heutigen Konkurrenzdenken, wenn man so das Geschäftsgebaren, das Wirtschaftsleben anschaut, herrscht eben auch leider nicht dieses Brüderliche und das Schwesterliche, sondern reines Profitstreben. Und wie vorher erwähnt, Profit bedeutet immer, einer muss die Rechnung bezahlen. Und also mein Wohlbefinden geht auf Kosten eines anderen. Und das ist eigentlich, wenn man die ganze Konstruktion der Menschenseele und das ganze Menschengewissen anschaut, ist es eigentlich für jeden Menschen mehr oder weniger unbefriedigend, wenn er weiß, also mir geht's gut, aber vor meiner Türe, da ist ein Bettler und dem geht's weniger gut. Das ist irgendwie unschön. Und zum Beispiel durch die Erfindung des Geldes hat man ja gegenüber diesen Urgesellschaften, wo diese Brüderlichkeit noch geherrscht hat, wo man sich gegenseitig half, da Häuser zu bauen, wo man sich gegenseitig half bei der Nahrungssuche, bei diversen Alltagsverrichtungen oder auch beim gemeinschaftlichen Zusammensein und beim gemeinschaftlichen Erfahrung der Transzendenz. Wie gesagt, haben sich gegenseitig geholfen und dadurch, dass diese negativen, dunklen Eliten Spaltmechanismen
Spaltmechanismen eingebaut haben, ist dieses Gefüge durcheinander gekommen und gestört worden. Also die Menschheit wurde im Laufe der Geschichte immer mehr atomisiert. Ja, Michael? Ja? Ja, Technik ist hier. Wir sind jetzt am Ende der Sendung. Du müsstest jetzt nochmal schnell zusammenfassen und dann gehen wir schon in die musikalische Pause. Okay. Ja, gut, vielen Dank. Ja, also wie gesagt, also wir werden noch ein paar Abstecher in die nächsten Sendungen machen in die erwähnten Disziplinen wie Architektur. Da werde ich einen geschichtlichen Verlauf der Architektur darbringen, auch im Verbund mit der Ästhetik, mit den Ornamenten. Ich werde dann auch in Themen wie Tierschutz bringen, also die Mitgeschöpflichkeit, die Antwort, die Mitgeschöpflichkeit und die Verantwortung gegenüber der Mitgeschöpflichkeit. Werde in das Thema Musik hineingehen, in die Philosophie selbstverständlich, in die Rhetorik und insbesondere dein Abstecher mit der Rhetorik und der heutigen Politik und den Mechanismen, die dahinter stehen und der alten Tradition des Sophismus und die Trichometrie von Geist, Seele und Leib werde ich ansprechen. Ich danke euch allen, lieben Menschen und Zuhörern, lieber Brüder und Schwestern. Meine nächste Sendung ist am Dienstag, den 31. Mai 2016. Sie findet statt immer von 16 bis 17 Uhr. Und gleich kommt auch die Sendung von Detlef. Und bitte bleibt alle dran.
Whitney Sorry für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.